Wieder mal ein herzliches Grüß Gott aus Fradelberg, hier euer Günther. Heute tätig im Schutzwald bei Verbauungen am Faschiner Pass im großen Walsertal. Ja, warum verbauen wir hier? Was hat das für einen Grund? Was für ein Ziel wollen wir damit verfolgen? Wir wollen diesen Hang wieder bewalden. Da unten sieht man eine Forststraße, weiter unter ein Tobel, und da ist auch eine Almhütte-Infrastruktur, die geschützt werden sollte von Steinschlag, Lawinen, Muren. Aber es geht auch nicht nur um den Objektschutz, sondern auch um den Standortschutz. Hier verbauen wir temporär, das heißt, temporär bedeutet, dass man Verbauungen macht aus Holz mit einer Lebensdauer von ca. 30 bis 40 Jahren, mit dem Ziel, dass man hier wieder einen Wald aufbringt, damit das nahe dieser Wald diese Schutzfunktion übernehmen kann. Am besten wäre natürlich, wenn das ohne Verbauung gehen würde, ist hier nicht möglich. Wir haben jahrzehntelang das beobachtet. Hier ist es zu steil, exponierte Lage, sehr viel Schnee, Schattenseite. Hier schafft es die Natur von alleine nicht, darum helfen wir mit. Wie machen wir das? Wir verwenden hier ein langlebiges Holz, in diesem Fall Robinie oder auch Kastanie kann man nehmen. Hier werden in diesem Gelände Dreibeinböcke, wie wir hier gesehen haben, zu wenig. Darum haben wir auch Werke hier. Die Werke müssen ordentlich gebaut werden, dass sie diesen enormen Belastungen standhalten. Wir sehen hier einen Steher, der ist eingegraben. Wenn es weiche Erde hat, ist da noch ein 80 cm Holzstück als Sockel. Hinten, wie wir hier sehen, wurde das nicht nur eingegraben. Wir ziehen hier leider auf Fels, darum müssen wir auch mit dem Schremmhammer arbeiten. Das wurde auch so mit Seilen vergossen, gebohrt mit dem Kompressor und mit Ankermörtel ausgegossen, damit es sicher hält. Dann haben wir diese Querträger noch etwas versteift, dass die wirklich auch statisch dem Druck standhalten. Ja, wenn man da runter schaut, sieht man, was wir schon geleistet haben, weil wir dürfen etwas nicht vergessen. Das ist nicht nur für den Schutz sehr wichtig, um unseren Lebensraum zu erhalten, sondern der Wald hat auch die wichtige Aufgabe, wie wir alle wissen, CO2-Speicher, Wasserspeicher, gerade bei diesen Verhältnissen, wie wir sie haben, mit diesen extremen Niederschlägen. Also das ist nicht nur Schutzwaldsanierung, sondern einfach auch allgemein ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zum Naturschutz. Und darum macht es schon Sinn, das ist sehr anstrengend, jetzt sollte ich weiterarbeiten, jetzt könnt ihr mal schauen, jetzt müssen wir da das einschlagen. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Fradelberg und hau mal rein an den Nagel! Auf geht's! Oh, auf Stein geschlagen! Aber geht's schon, bis jetzt habe ich noch jeden reingebracht!